Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für eine Reihe von mir und zwar heißt die Reihe Einfach Elegant. Und in dieser Reihe zeige ich euch immer ganz süße Karten, die ein bisschen einfacher gehalten sind, aber eigentlich immer mit einem besonderen Clou sind. Und die Karte, die wir heute machen, ist eigentlich eine besondere Kartenform, würde ich sagen. Und diese Reihe richtet sich auch besonders für Anfänger, aber natürlich auch für Fortgeschrittene, weil ich möchte aber das möglichst einfach halten und versuche, dass ich zum Beispiel nur mit einem Stempelset arbeite oder vielleicht ein bisschen auf die Big Shot verzichte. Also ich gucke immer mal. Also es ist nicht so, dass jedes Video so ist, aber ich versuche schon, das ein bisschen so zu halten, dass man einfach auch mit weniger Produkten die Karten ganz gut basteln kann. Und wir machen heute also auch wieder nur mit Stanzen. Und was sich natürlich auch super anbietet bei dieser Karte, ist, dass man zum Beispiel Designerpapierreste verwertet. Ich zeige euch mal kurz die Karte, wie die funktioniert. Also wir haben hier vorne ein Einschubfach mit beste Wünsche. Also das ist die Karte, die wir heute basteln. Und hier hinten kann man noch rausziehen ein Einschubfach und hat dann noch Platz für Text. Also zum Geburtstag zum Beispiel ist das eine ganz süße Idee. Und so ist es einfach ein schöner, ja, also man könnte das zum Beispiel, finde ich, auch ganz toll als Menükarte gestalten, dass man hier vorne ein Menü draufschreibt und dann hier das Menü draufdruckt bei einer Hochzeit zum Beispiel. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und überhaupt zu dieser Idee für diese Karte bin ich gekommen, als ich das Stempelset Kreativität verbindet in den Händen gehalten habe. Da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich auch ganz süß, wenn man da hier vorne wie so eine Art Stiftehalter, so eine Stiftebox macht. Und hier hinten dann auch ein Einschubfach hat. Mit herzlich willkommen in der Bastelwerkstattbande. In diesem Fall war das also für meine Teammitglieder, habe ich mir gedacht, könnte ich solche Karten auch machen. Und so ist die entstanden. Also ich zeige es euch mal auch von hinten und von vorne. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, aber es ist natürlich sehr aufwendig zum Basteln dann. Ich mache ja immer so Begrüßungsboxen für meine Teammitglieder, die bei mir ins Team einsteigen und da bastle ich immer eine Karte dazu. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich auch so eine Karte basteln. Ich habe mich jetzt entschieden, für euch die Karte so zu basteln, dass wir da draußen eine Geburtstagskarte machen ohne Big Shot. Und ich zeige euch jetzt auch noch schnell zwei andere Beispiele. Also einmal diese hier. Die ist wieder mit den Schmetterlingen. Die Schmetterlinge sind hier noch ein bisschen koloriert. Ist also genauso aufgebaut wie die, wie wir heute basteln. Da habe ich jetzt zwei davon im gleichen Design. Und das ist jetzt noch eine Karte, die ist jetzt nur mit Farbkarton gemacht und bestempelt. Und da ist eben auch hier innen bestempelt und koloriert. Da kann man sich quasi sein eigenes Designerpapier machen. Das ist so die Idee hinter dieser Karte. Und so ist es ja hier auch. Also da hat man auch kein Designerpapier, sondern das könnt ihr auch mit ganz normalem Farbkarton machen und den einfach schön bestempeln. Wenn ihr einfach ein Stempelset habt, wo viele Sachen zum Stempeln sind, ist das einfach eine super Idee. Okay, und dann legen wir jetzt mal los. Ihr braucht für diese Karte gar nicht viel, nur ein bisschen flüsterweißes Papier. Ich halte euch wie immer die Bestellnummern rein, damit ihr die abschreiben könnt, wenn ihr sie braucht. Den Magnolienweg habe ich und das Flüsterweiß. Und als Maße braucht ihr einmal ein Papier flüsterweiß mit dem Maß 12,5 x 9,5 und ein oder zwei Reststücke in flüsterweiß. Und ein Designerpapier oder auch einen Farbkarton, den ihr bestempelt, in dem Maß 21 cm x 14 cm. Und das habe ich schon gefalzt in der Mitte bei 10,5 cm und zwar die lange Seite ist hier gefalzt. Sieht man ganz schlecht bei dem Designerpapier. Habe ich aber schon gemacht. Und was wir jetzt machen, ist, dass ich die Karte genau andersrum mache. Also hier ist ja das Schwarze im äußeren Bereich und ich mache es jetzt andersrum. Ich möchte es jetzt so machen, dass eben das Rosane auf dem vorderen Bereich ist. Das hat den Grund, dass man nachher den Schmetterling, der hier unten ist, den sieht man fast gar nicht. Der wirkt dann auf diesem Papier noch ein bisschen deutlicher, würde ich sagen. Okay, also ich falze mir das einmal. Und dann brauche ich erstmal meinen Papierschneider und zeige euch mal die Grundform von dieser Karte. Und zwar habe ich da ein bisschen rumgetüftelt, wie ich das am besten mache. Und als erstes mache ich das so, dass ich mir auf meiner rechten Seite von meinem Papier, also ich habe mir das jetzt so geknickt, wie ich es haben möchte. Und die rechte Seite, die markiere ich mir jetzt hier bei, kann man natürlich auch ohne Papierfalte erstmal machen, von unten bei 7 cm. Da mache ich mir einfach mit dem Bleistift
kleinen Punkt hin. Das ist nur eine Markierung. Seht ihr das hier? Und zwar schneide ich jetzt von dieser Markierung bis zu meiner Falzkantenüberschneidung hier oben, schneide ich mir da jetzt dieses Stück einfach ab. Und dann habe ich nachher hier diesen Bereich, wo man die untere Steckkarte sieht. Und das mache ich jetzt einfach so, dass ich mir mein Papier in den Papierschneider einlege. Und zwar hier unten meinen Punkt genau in diese Rille und hier oben diese Überkreuzung auch genau in die Rille. Also ich zoome euch da jetzt mal ein bisschen hin, damit ihr das besser sehen könnt. Und ich gehe auch noch mal ein Stückchen runter mit meinem Papierschneider. So bin ich jetzt genau im Bild. Also hier oben, man sieht jetzt die Falzlinie ein bisschen schlecht, aber da ist diese Ecke. Die liegt hier genau in der Mitte und hier unten auch genau in der Mitte von meiner inneren Führungsschiene. Und da schneide ich mir jetzt einfach die Ecke ab. Ihr könnt es natürlich auch mit der Schere machen. Ihr braucht da gar nicht unbedingt den Papierschneider dazu. Aber es ist schon gut, wenn man einen hat, denn wir machen gleich weiter. Ich zoome euch nochmal kurz raus. Nur ein bisschen, weil ich zoome euch auch gleich wieder nah hin. Ich lege mir jetzt nämlich hier bei 4 cm mein langes Stück an. Also ich lasse es so drinnen liegen, mehr oder weniger. Lege mir das hier schön an der Kante an. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen hochgehen, dass ihr das auch seht. Also schön anlegen, da habt ihr auch super auf dem Papierschneider die Linien, wo man das super anlegen kann. Und jetzt nehme ich mir noch mal meine Schneideklinge und schneide mir von 13,5 cm. Also ihr habt hier, ich zoome euch jetzt noch mal hin, dass ihr das seht. Ihr habt hier ja auch diese Nase und könnt da genau sehen, an dieser Markierung von 13,5 cm bis 17,5 cm schneide ich mir das jetzt hier. Genau, und das war's schon. Das ist alles und der ganze Clou von dieser Karte. Jetzt vorsichtig, ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. Ich zoome euch wieder ein bisschen raus, wieder ein bisschen hin, so. Okay, und das war's im Prinzip schon. Jetzt klebe ich mir die Karte zusammen. Ich habe immer, wenn ich mir so Einschubkarten mache, so ein ganz, ganz dünnes Abschneideklebeband. Das gibt es jetzt nicht von Stampin' Up. Das von Stampin' Up ist ein bisschen breiter. Und wie gesagt, wenn ich so Einstecksachen mache, zum Beispiel auch bei dem Mini-Album, da habe ich euch ein Mini-Album aufgenommen, das ist hier oben unter dem weißen i verlinkt. Da arbeite ich auch mit dem, weil ich da auch so Einschubfächer habe. Und ich verlinke euch die Bezugsquelle unter dem Video, wo ihr dieses Klebeband kaufen könnt. Genau. Und jetzt klebe ich mir innen auf meine Karte dieses Klebeband auf. Und wie gesagt, das ist halt schmäler und deswegen tut man sich dann nachher mit der Einschubkarte leichter. Dafür muss man das abschneiden. Das von Stampin' Up, das ist zwar breiter, aber das kann man abreißen. Und ich klebe mir das jetzt schön am Rand, also so gut am Rand wie möglich, auf. Und zwar einmal eben an dieser abgeschnittenen Kante innen so nach unten und dann unten bis zur Überkreuzung von den Falzlinien. Also das sieht man schlecht auf dem Papier, aber das seht ihr ja dann, wenn ihr davor hockt, vor eurem Projekt ganz gut. Da muss man jetzt nur noch diese Folie ablösen. Das gestaltet sich manchmal schwierig. So. Genau. Und dann klebe ich mir das einfach zusammen. Und schon ist meine Karte, die Kartenbasis, fertig. Wenn wir jetzt unser flüsterweißes Papier da reinschieben, dann seht ihr genau, wie die Karte funktioniert. Fertig. Eigentlich total einfach, oder? Okay, und jetzt geht es ans Stempeln. Und zum Stempeln benutze ich jetzt ein Paket, das super zusammenpasst, und zwar das Schmetterlingsglück als Stempelset und dazu die Schmetterlingsstanze. Das sind einfach zwei Sachen, die, finde ich, auf jede Karte ganz gut gehen, weil es einfach nur ein bisschen Dekoration macht mit den Schmetterlingen und das ist einfach ein cooles Anfängerset. Kann ich nur empfehlen. Und dann benutze ich noch die Stanze-Etikett für jede Gelegenheit und mit der fange ich jetzt an. Da stanze ich mir einfach mal ein leeres Etikett aus. Normalerweise stempelt man ja zuerst und stanzt dann, aber in dem Fall mache ich das andersrum. Ihr seht auch gleich warum. Und dann stempel ich mir den Schmetterling auf. Und zwar nehme ich jetzt diesen Schmetterling. Ihr könnt natürlich jeden nehmen aus dem Set, der euch gefällt.
Dann den Spruch beste Wünsche und zum Geburtstag alles Glück der Welt. Also auch echt schöne Sprüche in dem Set. Ich mag das wirklich sehr gerne. Und als Farben halte ich mich an das Designerpapier und nehme mir da einmal den Stempel Stempelkissen Waldmoos und Blütenrosa. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Schmetterlinge, die ich aufstempeln wollte, da war mir das eine Papier zu klein, das war zu schmal, da habe ich gar nicht zusammen drauf gepasst. Man kann es natürlich auch einzeln machen, aber ich zeige euch jetzt, wie das zusammengeht, weil das ist ja auch der Vorteil von diesem Stempel, dass man das zusammen aufstempeln und zusammen ausstanzen kann. Und dazu nehme ich mir jetzt das Waldmoos und stempel mir den Schmetterling einmal auf einem Schmierpapier ab und stempel mir den dann auf mein neues Papier hier. Weil dann kann ich nämlich gleich mit der Stanze beide Schmetterlinge auf einmal ausstanzen. Wer möchte, kann jetzt natürlich auch noch den Körper von den Schmetterlingen aufstempeln. Die sind auch im Stempelset. Zwei verschiedene Größen, die kann man natürlich auch noch aufstempeln. Ich lasse es jetzt aber so, ich finde es eigentlich ganz schön. Und lege mir die mal kurz auf die Seite, die brauchen wir gleich nochmal. Und dann stempel ich auch noch mein Papier. Hier ist die Vorlage. Leg mir mal nochmal ein Papier unten drunter und stempel mir beide Schmetterlinge zusammen einfach nochmal hier so unten drauf. Und dann so seitlich, dass man nur so eine kleine Ecke sieht von den beiden. Und genau, dann brauche ich noch auf meinem kleinen Etikett nur den kleinen Schmetterling. Und da kann man das eigentlich ganz gut machen, dass man hier nur den kleinen Schmetterling eintaucht in die Tinte, einmal abstempelt und dann hier vorsichtig so draufstempelt, dass man nichts von dem großen Schmetterling da mit draufstempelt. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch der Spruch in Blütenrosa. Und zwar einmal beste Wünsche. Das mache ich ziemlich weit oben hin, deswegen habe ich mir das zuerst ausgestanzt und kann es jetzt aufstempeln. Und auf meine Karte kommt ja noch der Spruch zum Geburtstag. Alles Glück der Welt. Das stempel ich mir hier unten so in diesem Bereich. Schwuppdiwupp. Alles gestempelt. Ich mache hier ein bisschen Ordnung. Tadadada. Und schon ist alles wieder ordentlich und übersichtlich. Also wir haben jetzt diese Teile. Und ich schnappe mir jetzt meinen Papierfalter und falze mir noch ein bisschen die Schmetterlinge. Einfach, dass die noch ein bisschen Dimension bekommen. Und dazu mache ich das so, dass ich diesen unteren Teil von den Flügeln nach unten falze. Den oberen nach oben. Einfach so ein bisschen über den schmutzigen Finger. Natürlich schon wieder ein Stempelkissen reingelangt. Und dann hat der gleich so ein bisschen Dimension. Also es muss ja nicht ganz so viel sein, aber so ein bisschen, das macht sich ganz gut. Und den kleinen, den falte ich mir einmal so ein bisschen am Rand nach oben, so ganz leicht, so bling. Und da muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man halt vorsichtig ist und das nicht gleich wegreißt. Und dann nehme ich mir einen Glue Dot, also so einen Klebepunkt, und räume den einfach zusammen. Dann passt der nämlich super unter meinen kleinen Schmetterling und ich habe hier gleich ein süßes Dekorationselement, das einfach noch ein bisschen absteht und somit sich das noch ein bisschen abhebt von dem gestempelten. Das macht sich einfach ganz gut. Und für den anderen Schmetterling rolle ich es jetzt auch zusammen, aber man könnte es auch plan aufkleben. Den mache ich mir hier unten so drauf und man sieht schon den Unterschied. Der sticht hier halt einfach viel mehr raus. Sind beide schön, finde ich, aber hier sieht man den Schmetterling wenig. Aber ich finde halt das Papier unheimlich schön mit den Magnolienblüten. Ihr wisst ja, dass ich das total toll finde. Dann nehme ich mir meine Cropper-Dial. Das ist so eine Handstanzen. Sind da zwei dabei, eine größere, eine kleinere. Ich nehme jetzt die kleinere und stanze mir hier oben einfach mal ein Loch rein. Das Gute ist, dass man das auch sieht, wo man locht. Man kann da oben durchschauen durch die Stanze. Und das mache ich hier auch so ungefähr in der Mitte. Ich verlinke euch die Cropper-Dial auch in der Infobox, wenn ihr die braucht. Die ist echt super. Und dann habe ich hier meine zwei Lochungen drin. Und jetzt brauche ich einfach noch ein bisschen, ich habe jetzt das getupfte Tüllband. Da blende ich euch die Bestellnummer ein. Die habe ich jetzt nicht da. Und den Leinenfaden, den nehme ich auch noch her, weil ich das ganz süß finde, wenn man da immer noch so
das schön fixieren kann. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ja, also das ist ganz einfach. Einfach mal hier durch. Tüdeln würde ich jetzt sagen. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, dass da tüdelst du mal ein bisschen dran rum. Dann haben sich meine Freunde amüsiert über meinen Sprachgebrauch. Ich finde, das ist so ein schönes Wort. Da tüdelst du mal ein bisschen hier durch. Nee, Tonki, das ist viel besser, wenn man sagt tüdeln dann. Vielleicht schneide ich das auch raus. Oh Gott. Okay, und dann schneide ich mir das hier noch ab. Und dann habe ich hier schon mal zwei gepunktete Bänder durch. Und dann nehme ich mir den Leinfaden und knote mir das dann so zusammen, dass das schön hebt. Und als kleinen Tipp, schneidet euch der Rücken ein bisschen mehr, als man sowieso braucht, weil dann tut es euch einfach leichter mit dem Knoten machen. So geht es mir zumindest immer. Ich spare da meistens und dann komme ich nicht durch. Dann denke ich mir immer, oh, es geht so schwer. Und wenn man sich ein bisschen mehr abschneidet, dann geht es viel einfacher. Einmal einen Doppelknoten. Und der Rest, der einem dann zu lang ist, den kann man ja immer noch abschneiden. So. Und das Ganze machen wir hier auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt was seht, wenn ich da meine Hände drüber habe, aber anders geht's nicht. Ich zeig's euch gleich nach. So, auch ein Doppelknoten. Sitzt fast, wackelt und hat Luft und passt da super rein und sieht wunderschön aus. Ich mag die Karte total gerne. Ich finde die echt schön und das ist was ganz Besonderes. Also total einfach, aber hat schon einen Clou. Und wenn man es jetzt hier rausmacht, sieht man hier hinten das schöne Papier. Man hat noch Platz zum Grüße draufschreiben, also ja, mal was anderes. Ich hoffe, euch gefällt die Karte auch gut. Ihr habt jetzt hier den Vergleich, wenn ihr das gleiche Designerpapier nehmt, was euch besser gefällt. Oder ihr macht es euch das selber, das Designerpapier, das habt ihr ja hier schon gesehen. Genau, also ich lege euch die mal noch so ein bisschen ins Bild, weil das relativ eng ist hier. So. So seht ihr es ganz gut, oder? Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euch gefällt die Karte genauso gut wie mir. Ich finde sie super. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Freue mich auf euch beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Und wenn ihr dabei diese Glocke drückt, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ganz viel Freude mit der Karte und bis zum nächsten Mal. Tschüss.